Are you ready? Howdy Leute und willkommen zu den Shortcuts, dein Update in 99 Sekunden. Heute mit einer YouTube-Formation, die in die A-Klasse der deutschen YouTube-Szene aufgestiegen ist, einem alten Hasen, der zurück zu seinen Wurzeln findet und dem absolut heftigsten Musikvideo-Release des Jahres. Los geht's! Ho ho ho, es weihnachtet sehr. Dagi Bee kündigt ihren diesjährigen December an. Das bedeutet, den kompletten Monat bis Weihnachten spammt sie ihre Fans mit insgesamt 9 Videos voll, die allesamt mit kleineren Gewinnspielen gespickt sind. Und wenn man alle Clips gesehen hat, sollte man im besten Fall am Ende einen Buchstaben- und Zahlencode haben, mit dem man Chancen auf den Hauptgewinn hat. Einen Tag mit Dagi Bee. Das war aber nicht die einzige Ankündigung diese Woche. Eyeblali läutet auf seinem Kanal eine neue Ära ein. Beliebte Formate wie Ali Tells oder Creeps haben seiner Meinung nach schon längst ihren Zenit erreicht und machen ihm auch nicht mehr so wirklich Spaß. Stattdessen will er wieder das machen, womit vor 6 Jahren alles angefangen hat. Gaming. Freunde, ich hatte die ganze Zeit überlegt, packe ich es an den Anfang, ans Ende, jetzt klopp ich es einfach in die Mitte. Das Highlight überhaupt. Jan Böhmermann ist komplett ausgerastet und hat einfach mal ebenso das heftigste Musikvideo des Jahres gedroppt. 4 Millionen Klicks in 4 Tagen und damit nicht genug. Seine Parodie läuft mittlerweile bei Spotify und ist sogar in den Top 10 der iTunes-Charts. Aber natürlich gibt es auch Kritiker, die dem Ganzen nur Schlechtes abgewinnen können. Zum Beispiel, dass er Polizeigewalt verherrliche oder das Webhandwerk ins Lächerliche zieht. Pfefferspray, Auge, Arm verdreht, Polizei hat Spaß und das Allerbeste ist Polizei darf das. Aber wie seht ihr das denn? Geschmacklos oder Geniestreich? Schreibt's uns in die Kommentare. Und zum Schluss noch eine frohe Botschaft, zumindest für alle Grischi-Studios-Fans. Leon, Tobi und Fabi haben nach ihrem Gewinn bei den Olympics schon wieder etwas zu feiern. Ihren 100.000. Abonnenten. Und was passiert für gewöhnlich, wenn man so eine Marke erreicht? Genau, eine Ansammlung von Glückwünschen und Gratulationen. Wisst ihr was? Löscht einfach euren Kanal. Denn das wäre das größte Amüsement für uns alle. Mann, die Zeit fliegt, das war's auch schon wieder mit den Shortcuts. Über einen Kommentar zu den Ereignissen würden wir uns sehr freuen und über einen Daumen hoch und ein Abo sowieso. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Wochenstart. Wir sehen uns am Mittwoch zu dem Magazin. Ich bin Suri und raus!